So, willkommen zurück zu Let's Play Europa Universalis 3. An der vollsten Aufnahme würde ich schon fast vermuten. Also, da passt eine vollste Aufnahme. In dieser vollsten Aufnahme werden wir eine Menge Kriege machen. Zumindest zwei, so wie ich mir gerade denke. Und, na. Was hat Neapel so? Irgendwas weit entferntes. So, auf jeden Fall, die Abstimmung läuft auf jeden Fall noch. Auf jeden Fall, die Abstimmung läuft auf jeden Fall noch. Super Spruch, Deo. Also, dein Deutsch ist sowas von beschissen, das hättest du niemals besser machen können. Ja, ich weiß. Ich kann schlecht Deutsch sprechen. So, auf jeden Fall, läuft die Abstimmung soweit noch? Das gilt ja nur für die letzte Partreihe, das heißt für die, die bald kommen wird. Die schaue ich mir dann mal ganz in aller Ruhe an, sobald es da fertig ist. Aber erstmal erklären wir mal den Dänen den Krieg. Oh, sind mit Aragon und Portugal verbündet? Könnte blöd werden. Ich glaube, ich erkläre doch erst den Preußen den Krieg. Nebenbei, einer hat geschrieben, ich soll Toulouse vernichten. Warum soll ich Toulouse vernichten? Das sind meine Verbündeten. Das werde ich gewiss nicht tun. Aber naja, mal schauen wir mal, was so am meisten abgestimmt wird, was ich tun soll.
Sekunde. So, ich bin vorhin außerdem gegen das Mikro gekommen. Ich hoffe mal, ich weiß nicht allzu viel Stummzeit. Ah, habt ihr Armee der Preußen gefunden? Auf jeden Fall wurde ich gerade unterbrochen aufgrund einer anderen Begebenheit, außer Eltern. Nein, dieses Mal Postbote. Um 15.49 Uhr. Natürlich. Ist doch normal, dass der Postbote kommt. Ist doch die perfekte Uhrzeit. Nicht. So, jetzt meine Gebiete. Oder ja. Also die letzten Gebiete tun wir mal andersweitig kaputt machen. Kann ich vielleicht einen Regler ein bisschen verlegen? Lass ihn erstmal so. Super, eine Kolonie ist beschädigt. Inui, wo ist das denn? Ich habe einfach gerade eine Kernprovinz von Kastilien erhalten. Welche denn? Oh, super. Die ganz schön weit weg ist. Und die Piraten gehen mir auf den Sack. Auch ein bisschen fies, mitten bei den Aufständen zuzuschlagen. Ja, natürlich. Du gehst natürlich in meinen Provinzen hinein. Na, klar. Sehr intelligent, mit 3000 Mann gegen wie viel anzutreten? 57? Mehr? Bla bla bla. So. So, mal schauen, was können wir für einen Frieden mit dir vereinbaren? 97 sollte reichen. Sieht auf jeden Fall zur Grenzverschönerung soweit erstmal besser aus. So, können wir noch was machen? Das kann ich von dir nicht verlangen. Oh, neue Länderlein. Wir können da lustiges Polen gründen. In den deutschen Orden, das ist ja auch fies. Smolensk. Gotland wäre interessant. Wobei, es genügt schon so. Dann schnappen wir uns zwei neue Provinzen. Wir kämpfen immer Aufständische, die eigentlich nichts zu suchen haben. Natürlich hier neue Piraten. Ach, fickt euch, ich hab keinen Bock mehr, ich kann da hin und her zu fahren. Mann! So, die Preußen, wie gesagt, Grenzverschönerung gemacht. Sollte eigentlich alles mal so ausreichen. So, das heißt jetzt noch Dänemark in den Arsch treten und dann den Ruf runterdrücken und gucken, was, ja, zum nächsten Part dann, also nicht diesen nächsten, sondern den danach, was ihr denn gerne hättet für ein letztes Ziel. Und ja gut, Preußen kaputt machen war jetzt nicht das, was ihr gerne hättet. Aber ganz ehrlich, wenn ich Preußen ganz kaputt machen will, muss ich 3-4 Kriege gegen die führen. Ich habe auch keine Lust, die ganze Zeit denen herzuhängen. Nee, will ich auch nicht so lange rumhängen. Ähnlich wie die Osmanen zum Beispiel. Ich habe jetzt 2 Kriege gegen die geführt. Ich müsste, glaube ich, nochmal 2 gegen die führen, um die komplett Griechenland zurückzudrängen. Habe ich auch keine Lust, Ewigkeiten da rumzuhängen. Ich hoffe, ihr versteht das.
So, können wir noch machen. Die können wir sich auch noch wegpusten. Aber nur an sich. Ja, ist die Frage, ne? Ob die Schweden da mitmachen, Norwegen, Aragon und Portugal, ob die da mitmachen. Ist nicht zwingend gesagt, dass die sagen, nö. Es kann sein, es muss aber nicht. Einige sagten auch, ich sollte Twer angreifen. Ich frage mich, warum. Ich meine, okay, ich würde es tun, wenn die meistens wollen, aber warum? Tun mir doch nichts. Haben wir nie was getan. Guck mal, ganz friedlich da, der Batzen von denen. Bamberg? So, die Truppen müssen sich erstmal wieder auffrischen. Wo sind denn. Ach, da ist in der Nähe was. Immer dahin. Na gut, die Kapuze machen wir jetzt einfach, die Preußen. Das ging auch ein bisschen schneller, als ich dachte. Ich habe jetzt ehrlich gedacht, es dauert länger. Mal gucken, wie es gleich mit den Dänen aussieht. Ja, und dann mal gucken. Wobei Dänemark. Ich glaube, die Dänen haben gar keine anderen Provinzen. Portugal, oh Gott. Ernsthaft? Ich glaube, ich könnte vielleicht sogar ganz Dänemark einkastieren. Wäre auch interessant. Statt nur Schleswig nehme ich mir einfach ganz Dänemark. Hihihi. Ich glaube, das mache ich sogar. Ernsthaft? Also Schweden einfach hier irgendwo im Brückenkopf oder was? Die sind ja teilweise nur mit den kolonialen Geschäften beschäftigt. Und ich bin so noch mit den europäischen Dingern drauf und dran. Wo kommst denn du auf einmal her? Immer die Aufstände von den Nachbarn muss ich zerschlagen, ne? Ja. Findet den Fehler. Ja, kriegst du wieder zurück. So, Problem ist, hab gegen die Dänen keinen Kriegsgrund. Was direkt mal ein paar Aufstände zur Folge hat. Die machen mit. Ist aber ungünstig. Nicht schlimm, dann kann ich einen Separatfrieden mit den Dänen machen. Natürlich, einen weißen Frieden dann, ne? Aufstellen ist gerade ein bisschen doof. Oh, sieh meinen an.
Ah, die haben ein bisschen zerpflückt. Oh Gott, was ist hier los? Aufstände, 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 was? Ach, mit dem Krieg? Das ist aber gut zu wissen, das wusste ich gar nicht. Ja. So. Ich habe ein neues Schiff bekommen. Cool. Wir müssen sich mal kurz hochheilen, dann kann ich die nächste Flotten vernichten. Reichen, die schon mal dazu fesseln. Halt, das hat sich nach Kolonieren gehört. Natürlich. Und da ist so ein Fobo. Super, jetzt wollen sie schon einen Kolonialkrieg machen, oder was? Jetzt geht's dahin, ne? Der Sack klaut mir die Provinz. Jetzt bin ich über 180, mein Freund. Jetzt bin ich auf 180.